So, liebe Leute, da sind wir wieder auf dem Speedloop Special Power Breakdance Channel von Smilodogs. Und zwar seht ihr heute einen mega entspannten King Kalle, weil ich war vorhin, bevor ich hier angefangen habe, bei der Thai-Massage gewesen. Da hat mir meine liebe Athletin Katja Nowak zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt, den habe ich direkt eingelöst. Und deswegen müsste mir heute alles leicht von Hand gehen, weil das war wirklich gut gewesen. Und bevor jetzt irgendwelche doofen Kommentare kommen, es war ohne Happy End. Also das nochmal vielleicht zum Klarstellen. Achso, checkt mal unseren Sale aus auf Smilodogs. Dort haben wir eine Aktion zu laufen. Die beinhaltet, dass alle Produkte oder fast alle Produkte bis zu 50% vorreduziert sind. Bei einem Mindestbestellwert von 70 Euro könnt ihr mit den jeweiligen Athletencodes, in meinem Fall ist es Code Heiko, nochmal 20% obendrauf sparen. Dann bekommt ihr bei einem Mindestbestellwert von 100 Euro ein T-Shirt oder ein Top dazu und bei einem Mindestbestellwert von 200 Euro nochmal obendrauf eine hochwertige Leggings oder die tolle Regenjacke, die es bei uns zu kaufen gibt. Also ruhig mal vorbeischauen im Shop. Ja, dann hat man ja ein bewegtes Wochenende gehabt. Also bis auf, dass ich Geburtstag hatte, die Big Evolution stattgefunden in Portugal. Dort waren zahlreiche Athleten am Start, ich glaube 17 Deutsche sogar insgesamt. Also es war wieder ein riesiges Teilnehmerfeld. Deswegen habe ich heute auch sehr, sehr viel vorzulesen, was Platzierung und Namen angeht. Ich würde sagen, bevor ich mit dem Schwergewicht anfange, will ich direkt nochmal was zum Schwergewicht sagen. Dort kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Andrea Presti ist Erster geworden, Roman Fritz Zweiter, Emil Omaracik Dritter. Also es war ein relativ starkes Feld im Vorderfeld. Ich habe mir das angeschaut, was ich jetzt so visuell dazu wahrnehmen konnte und euch da jetzt sagen kann, ist, dass der Andrea Presti nochmal einen Schub gemacht hat zu Alicante, dass Roman sich meiner Meinung nach verbessert hat und Emir auch in sehr guter Form gekommen ist. So, der Andrea Presti, der ist natürlich von der Linie her für die Jungs schwer zu schlagen, auch wenn er jetzt nicht das dickste Bein auffährt, aber im Oberkörper ist er sehr ausladend und hat eine ziemlich gute oder eine wahnsinnig gute Symmetrie für einen Schwergewichtler. Das hat ihm natürlich mit der nötigen Härte dann und dem entsprechenden Fleisch, was er gebraucht hat, um zu gewinnen, den ersten Platz eingebracht. Also er ist qualifiziert für Mr. Olympia 2023, was ich ja im letzten oder vorletzten Kalle-Report schon gemutmaßt habe, dass das nicht lange dauern wird, bis er sich qualifiziert. Unser Roman Fritz, muss man wirklich sagen, macht zurzeit sehr viel richtig, ist auf Platz 2 gerutscht. Konnte ihm ja hinter sich lassen. Ich denke mal, das ist der sehr guten Linie geschuldet, die Roman aufweist. Er hat dickere Beine, er hat eine schmalere Taille. Obenrum fehlt dem Roman zwar ein bisschen Fleisch, was ihn dann bei solchen Show dann auch den Sieg kostet. Und beim Emir, was ich jetzt wahrgenommen habe, wie gesagt, die Form, die war gut. Er konnte jetzt von der Linie, konnte den Roman nicht schlagen, meiner Meinung nach. Steht meiner Meinung nach immer noch ein bisschen unglücklich da in den Frontposen mit dem abgestellten Bein. Keine Ahnung, wer ihm das gesagt hat. Ich persönlich finde, das macht ein bisschen seine Linie kaputt. Und ansonsten im Oberkörper ist er natürlich fleischiger wie der Roman. Und hätte man sicherlich auch beliebig austauschen können. Ich denke mal, es war jetzt ein knappes Rennen. Ich habe jetzt die Punktzettel nicht gesehen. Und deswegen hat Roman den zweiten Platz verdient gemacht vor Emir. Obwohl jetzt bei den kommenden Shows, die noch anstehen werden, also ich denke mal, einer von beiden wird sich auf alle Fälle für Mr. Olympia qualifizieren. Und das wäre ja dann für aus deutscher Sicht eine Riesengeschichte, wenn im Schwergewicht mal wieder jemand aus Deutschland bei Mr. Olympia steht. Und unabhängig von der Platzierung, die dann laufen wird, ist das sehr, sehr bemerkenswert und lobenswert. So, Technik. Ach, jetzt, nee, alles gut. Es geht weiter. Ich lese trotzdem mal die Platzierung vor vom Schwergewicht. Also, wie gesagt, da haben wir auf Platz 1 Andrea Presti, auf 2 Roman Fritz, auf 3 Emir Omaracik.
Auf Platz 4 haben wir Christian Wolski aus Polen. Auf Platz 5 haben wir Peter Tlancir, der auch eine sehr gute Leistung abgeliefert hat und er selber auch sehr zufrieden mit der Leistung war. Wenn er so weitermacht, ist er tatsächlich noch mal am Kommen ein bisschen. Platz 6 hat Vladislav Sukoruchu. Platz 7 hat Laszlo Smereka. Smereka, jawohl, gut ausgesprochen, Kalle. Platz 8, Andreas Droh. Nee. Alessandro Ori. Ori, mit Doppel-R, Ori. So. Und Platz 9, Lionel Bieki. Der kriegt es einfach nicht hin. Der sieht im Training immer brutal aus. Dann kommt da alle Jubeljahre mal angewackelt. Dann kommt er in beschissener Form. Das wäre, Lionel Bieki ist ein Typ, der wäre eigentlich, wenn er in Form kommt, ein Finalist für Olympia, meiner Meinung nach, ganz klar, wenn er in Form kommt. Ich habe ihn einmal in Form gesehen, da war er auf der Mr. Olympia Europe gewesen, ist dort Dritter, glaube ich, geworden. Und wenn er das Paket nicht bringen kann, weil der ist unwahrscheinlich massig, der wird auch hart, aber hier hat er ja, wie ein Butterfass dagestanden. Ich kapiere ich nicht, wie man so einen Wettkampf fahren kann und wie man so viel als Profi verkehrt machen kann. Schade eigentlich, verschwendetes Talent, aber so ist das nun mal in dem Game. Ne? So, dann kommen wir, ich scroll mal weiter eben für euch, dann kommen wir zu der Men's 212, die hat nämlich dort auch stattgefunden und ich gebe euch mal die Ergebnisse bekannt. Das war auf Platz 1 Roman Luschenko aus der Ukraine, Platz 2 Marco Sarkone, okay. Platz 3 Nasser Mohammed aus Kuwait, Platz 4 Lucas Goelo aus Brasilien, Platz 5, ich mache bloß die Top 10, okay. Platz 5 Daniel Stico aus Italien, Platz 6 Miguel Angel Augusta Fontenla, wow, Spanien, brutaler Name. So, dann Platz 7, Ayat Nayabageri, Iran, krasse Namen hier, Alter. So, dann haben wir Platz 8, haben wir da, Gabor Berek aus Ungarn, Platz 9, Luca Poller, England und Platz 10, Jorge Zamorano Avila, Spain. Also irgendwie der Jorge, ja, Jorge wird das irgendwie ausgesprochen, der war auch schon besser platziert und besser in Form, glaube ich. So, Kalle macht direkt weiter für euch. Wir kommen zum Classic Physik, was die meisten von euch wahrscheinlich nach dem Schwergewicht am meisten interessieren wird. Ich mache auch nur die Top 10, weil da sind einige Starter mehr gewesen. Und zwar, wir hatten auch zwei deutsche Starter gehabt. Ne? Also, und die sind sogar in den Top 10. Also ich fange mal an mit Platz 1. Anthony Loth, Spanien. Platz 2, Stéphane Matala aus Frankreich. Oder Matale. Nee, Matala. So. Platz 3, Miguel Malimo, Mosambik. Platz 4, David Martinez Campos aus Spanien. Platz 5, Adam Bommert, Poland. Adam Bommert, ja, okay. Platz 6, wo haben wir Platz 6? Muss ich mal ein bisschen scrollen hier. Ach, da. Emanuele Risotti aus Italien. Also kein Risotto, sondern Risotti. Ihr wisst Bescheid. Platz 7. Lukas Guido aus Deutschland, Platz 8, Florian Hartlage aus Deutschland, Platz 9, Pedro Ferreira, Portugal und Platz 10, ach da oben ist der, Luca Corrado, Italien. Die anderen Jungs, die lasse ich mal weg, sonst wird das hier so eine Never-End-Story. So, kommen wir zur Men's Physik.
Reicht das, wenn ich da die ersten 5 mache? Kennt doch eh kein Schwein. Ich mache nur die ersten 5, okay? Ich gucke mal, ob da irgendwie deutsche Beteiligung war. Nee, ist egal. So, Platz 1. City Poe aus Spanien. Platz 2. Philippe de Gila aus Frankreich. Platz 3. Lenny Massoff aus Frankreich. Mensch, die Franzosen, die haben ja nicht nur Froschenkel, die haben ja auch Bodybuilder da ein bisschen. So, Platz 4. Wo ist er? Da ist er. Jingbo Li, yeah! Aus China. Krass. So, habe ich mich direkt in eine Zeile vertan. Waren wir Platz 5? Gibt's nicht. Gibt keinen 5. Es gibt tatsächlich keinen 5. hier. Das ist ja geil. Wieso gibt's hier keinen 5. Platz, Regie? Das ist ja lustig. Okay, ich mach weiter. Es gibt keinen 5. Platz hier für mich. Bei dem Mensch. Ich kann euch Platz 6 vorlesen. Der ist dann Jesse Piguri aus Frankreich. Aber wir haben hier keinen 5. Platz. Sehr interessant, aber da kann die Regie nichts dafür. Das ist der offizielle Final Results Scorecard-Ausdruck vom Internet von der IFBB. Naja, gut. Kommen wir weiter. Ach so, Men's Physik 2, also gibt es offensichtlich 2 Klassen. Ach nein, sorry, ich bin so blöde. Das sind 2 Seiten. King Kalle wieder voll verkackt. Hier steht der 5. Platz, ist Emil Walker, England. Ich dachte, das ist die andere Gewichtsklasse von denen. Naja gut, Scheiße kann passieren, ist eben Kalle. Ne? Was soll's. Alle anderen durften es nicht, ich darf's. So, dann haben wir Women's Bodybuilding. Und zwar, da haben wir nur 2 Starterinnen gehabt, das geht schnell. Alconi Barreto, Brasilien und Anastasia Lenova aus Russland. Die haben sich die Plätze 1 und 2 aufgeteilt. Dann geht's weiter mit der Figurklasse. Da war auch deutsche Beteiligung gewesen, deswegen kann ich hier ein bisschen mehr vorlesen. Erstmal Platz 1 aus Jamaika, Kristen McGregor. Das war klar, dass sie irgendwann kommt und sich die Quali holt. Dann Platz 2, Rejoice Godwin aus Spanien, alles klar. Platz 3, Nadine Claudia Huber. Ja, Glückwunsch an der Stelle an die Nadine. Wieder eine konstante Leistung abgeliefert. So, Platz 4, Hanna Prause aus Deutschland. Herzlichen Glückwunsch, Hanna. Geil, super. So, jetzt suche ich mal Platz 5. Ob ich den hier auf die... Ah, Daniela Diana Aparecida de Freitas aus Brasilien. Ey Leute, echt mal ganz im Ernst. Muss man sich denn so einen Namen ausdenken? Das gibt's doch gar nicht, ey. So. Und ich glaube, das ist sogar die Frau oder Lebensgefährtin von meinem Freund Johann Schatz. Oh, Asche auf mein Haupt. Ich hoffe, Johann sieht das nicht. Dann kriege ich wieder böse Sprachmemos hier bestimmt. So. Was haben wir noch? Platz 7, Paula Renata, Finnland. Platz 8, Platz 6, Entschuldigung, Helen Savitatsuno aus Griechenland. Haben wir hier noch Deutsch? Okay, dann haben wir die Carina Brill, die ist 16. geworden aus Deutschland. Und den Rest lasse ich einfach weg, das ist too much hier für meine Sprechmuskeln, die brechen dann irgendwann. So, dann haben wir die Bikini-Klasse, wird ja sicherlich den einen oder anderen auch interessieren, werde ich aber auch nur ein paar machen. Platz 1, Tatjana Lanovenko aus Russland. Platz 2, Sofia Maudus aus Spanien. Platz 3, wo war er? Ganz oben, Christina
Christina Brunauer aus Australien, aus Österreich, Austria. Mensch, ey, die Massage hat mich zu sehr entspannt, wie es aussieht. Ja, Glückwunsch an Christina. Platz 4, Priscilla Leimbacher aus Schwitzerland. Priscilla. Und Platz 5 lese ich noch vor. Anna Zetiak aus Italien. Ja. Dann aus Deutschland. Ach so, vielleicht noch ganz kurz. Die Lisa Reit aus Deutschland hat den 11. Platz belegen können. Und die Sarah Neuheisel aus Deutschland ist 7. geworden. Siehst du, wollte ich nur 6 vorlesen, aber da kommt dann noch eine ins Haus geflogen. So, Lisa Reit ist 11. geworden. Und dann haben wir es schon. Habe ich schon vorgelesen. Ne? Oh, ich bin so fertig, ey. Low Carb, ich sage euch, Low Carb ist scheiße. Es ist nichts für dicke Jungs, Low Carb. So, was haben wir hier noch Schönes? Women's Physik dürfen wir natürlich auch nicht unter den Tisch kehren. Caroline Alves dos Santos aus Brasilien. Dann zweite Birgit Andersch aus Österreich. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Sehr schön aus dem deutschsprachigen Raum. Freut sich Kim Kalle besonders, wenn die vorne landen. Dann haben wir Uta Köhler-Spitzgrad aus Deutschland. Liebe Uta, alles Gute. 3. Platz vom Feinsten. Super gemacht, altes Mädchen. So, Platz 4, Sana Nuponen aus Finnland. Nuponen, denke ich mal, wird es gesprochen. Platz 5, Justina Rudnicka aus Polen. Ist noch irgendwas Deutsches dabei? Nee, also wie gesagt, über die Birgit und die Uta freue ich mich, dass die da in der ziemlich schweren Klasse da was reißen konnten. So, was haben wir da noch? Die Wellness-Damen, die mit den prallen Ärschen. Da haben wir Platz 1, Lisa Maiswinkel hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zur Quali. Wir sehen uns auf Olympia. Ich freue mich sehr, dass es für eine Dame aus Deutschland geklappt hat. Dann haben wir Platz 2, Katja Moreira aus Portugal. Platz 3, Teresa Maria Sina aus Angola. Nö, lass mal so stehen. Das reicht. Muss ein bisschen. So, an alle Vorgelesenen, herzlichen Glückwunsch. An die Qualifikanten noch mehr herzlichen Glückwunsch. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Und vor allen Dingen, dass Deutschland so eine starke Beteiligung auf internationaler Ebene hat, freue ich mich auch. Dass das Schwergewicht besetzt ist, freue ich mich noch mehr. Also Kalle freut sich den ganzen Tag nur noch. Ne? So, was haben wir da noch? Vielleicht kommen wir mal zwischendurch zu den schweren Jungs, also zu den Powerliftern. Dort hat nämlich mir der Christoph Seefeld geschrieben, dass er in der ersten Bundesliga mit seiner Mannschaft deutscher Meister geworden ist. Wenn ich das jetzt hier so richtig auf dem Schirm habe, muss ich nochmal eine Stunde nachgucken für euch, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Genau, deutsche Meister mit der ersten Bundesliga gewonnen. Vielleicht mal ganz kurz zu seinen Werten. Der Christoph, der startet in der Klasse über 120 Kilo, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. So, er konnte 385 Kilo beugen, hatte 325 Kilo in der Bank und 315 Kilo im Lift. Also in der Totalen sind das 1025 Kilo. So, das war der in dieser Liga wohl der stärkste männliche Starter. Lieber Christoph, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zu diesen außerordentlich enormen Leistungen. Also 325 er Bank, das ist schon echt krasser Scheiß. Herzlichen Glückwunsch. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair den anderen Athleten gegenüber, die jetzt nicht zu erwähnen, aber das ist so eine lange Liste, da war das jetzt hier Kindergarten dagegen. Also beziehe ich mich da mal einfach auf den Christoph. Und seid mir nicht böse, liebe Powerlifting-Fans. Kalle wird sich da versuchen zu bessern und das irgendwie zusammenfassen in Zukunft, dass die Powerlifter auf diesem Channel auch nicht zu kurz kommen. Was gibt's noch Neues? Dann hat sich meine Vermutung bestätigt, dass der liebe Fabian Meyer Vater wird. Also das Geheimnis ist jetzt endlich gelüftet, so wie es aussieht. Oder es ist gelüftet. Deswegen sein Rücktritt vom diesjährigen Bodybuilding. Ich hoffe, er tritt jetzt nicht ganz zurück. Das wäre natürlich eine ganz miese Nummer, aber dann ist es halt so, er ist ein erwachsener Mann, er muss das selber entscheiden, auch wenn er damit sehr, sehr viele Fans enttäuscht. Am Ende muss er glücklich sein mit seiner Familie und
Ja, trotzdem alles Gute für dich, Fabian. Ich hoffe, wir können dich trotzdem noch mal auf einer Wettkampfbühne wiedersehen, weil du bist schon ein beeindruckender Athlet aus dem deutschsprachigen Raum und sowas wächst nur nicht auf den Bäumen hier gerade. Ne? Also vielleicht das mal kurz dazu. Dann hat der liebe Chris Bumstead hat mal seine 10 Lieblingsübungen in einem Podcast bekannt gegeben. Vielleicht ist das mal für den einen oder anderen interessant, weil das beschränkt sich ja doch ziemlich auf viele Grundübungen eigentlich. Jetzt weiß ich nicht, ob er das nur erzählt hat, damit er was erzählen kann oder ob er das wirklich so macht, aber nach diesen 10 Übungen, die ich hier euch gleich vorlese, wird man definitiv sich entwickeln. Das kann ich euch schriftlich geben, also wenn man das gut macht. Und zwar, ich lese das mal hier so eben ab. Das ist erstens Squats, also Kniebeugen, zweitens Kreuzheben, drittens Klimmzüge, viertens Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln, fünftens Schulterdrücken im Sitzen mit Kurzhanteln, sechstens enges Bankdrücken, siebtens Kurzhantelcurls, achtens vorgebeugtes Langhantelrudern, neuntens hängendes Beinheben und zehntens Seitheben. Das sind seine 10 Favoriten, also seine Lieblingsübungen, die er macht, um sich zu entwickeln. Und das kann man, glaube ich, auch, oder ich kann das aus meiner Erfahrung raus ohne weiteres unterstreichen. So, dann haben wir noch eine Nachricht aus Brasilien. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Der junge Mann hatte letztes Jahr, glaube ich, sein Pro-Debüt gegeben. Der Gut Vito ist ein hoffnungsvolles Talent aus Brasilien, ziemlich fleischig. Hat einen Gastauftritt gemacht, 8 Wochen vor seiner Quali-Show. Und hat schlauerweise ist er dabei von der Bühne gesprungen, ins Publikum reingegangen und hat sich dabei so schwer am Knie verletzt, dass der Drops jetzt wohl gelutscht ist. So wie ich das rausgelesen habe, hat er die Vorbereitung abgebrochen. Ist ein Schützling auch von Johann Schatz, bei dem der Emir auch im Training war. Und ja, wie gesagt, so einen Blödsinn sollte man nicht machen. Ich habe es selber auch gemacht. Ich habe aber Glück gehabt, weil, wie ihr alle wisst, Kalle unkaputtbar. Und wir wünschen ihm aber an dieser Stelle Genesungswünsche. Ihr könnt ihm auf die Seite gehen. Der Typ, der hat doch über 300.000 Follower auf Instagram. Und ist ja schon eine ganz schöne fleischige Maschine. So. Also jetzt ist jetzt nicht der Überflieger, aber ein aufstrebendes Talent. Vielleicht so, um das so darzustellen. Ne? Dann hatten wir ja auch auf der Portugal-Show ein großes Talent gehabt, ich glaube im Schwergewicht, der aber leider nicht in Form kam. Und ja, so ist das dann halt im Leben. Ne? Dann scheiß drauf, dann ist es halt so. Dann kann man halt nicht gewinnen und sich qualifizieren, wenn man da so scheiße hinläuft, auf gut Deutsch gesagt. Gerade bei der Dichte, die jetzt langsam wieder entsteht an guten Bodybuildern auf einer Ebene, immer was passieren in den letzten Tagen davor. Aber generell ja, ist das Business wieder interessant und hart geworden. Ich bin gespannt. Das soll es vielleicht doch an der Stelle erstmal gewesen sein. Viel Spaß, das war's. Bis nächste Woche, euer King Kalle.